Oh, hey, was geht ab, Leute? Hunger? Wir holen uns erstmal den Durchbruch ab. Habe ich gerade abgecheckt, weil ich musste die Szene hier gerade neu drehen. Und jetzt hängt eh. Ist auf jeden Fall ein Latias, was ich nicht bräuchte. Aber an sich bräuchte ich gar nichts mehr daraus, weil ich habe mir vor kurzem erst einen Shiny Latias ertauscht. Glückstausch, check das Video ab. Dementsprechend brauche ich eigentlich nichts mehr. Kann gerne der neue Monat kommen und hoffentlich neue Legendäre dann. Wir machen jetzt ein paar Arenen. Da vorne die zwei blauen und dann noch ein paar andere. Dann treffen wir uns in der Innenstadt. Da haben nämlich ein paar Kollegen vor, die ultimative Farmroute zu testen. Habe ich auch schon mal in einem Video erwähnt, irgendein Farmvideo, ich glaube beim Staubbonus war das. Da sind wir die Farmroute natürlich abgelaufen und da habe ich gesagt, hey, das ist eigentlich der beste Ort, um Module zu zünden. Und das testet der Kollege jetzt, denn er hat das ganze Video gesehen, zocken wie Japaner oder sowas. Ich habe das Video leider nicht gesehen, tut mir leid, Chilling. Aber ja, das werden wir heute testen. Perfekt, weil wir brauchen noch eine Menge Pokémon, eine Menge Shinies vom Wasser-Event. Hoffentlich kommt da irgendwas zusammen. Shiny-Check. Keine Ahnung wieso, aber Spiel hängt. Ah, leider nicht. Wir haben ein 7er-Ei am Start. Probieren wir unser Glück. Wenn es beim Event nicht läuft, dann vielleicht in den Eiern. Leider nicht. Nee. Teufelszeit dafür, immerhin 666. Walmer. Shiny Check mache ich gleich. Erstmal hier mich reinsetzen. Alles tot, Mann. Okay, Leute, Sendling am Tor. Ich zeige euch gleich die Gegend. Hier starten wir gleich da vorne. Fängt die Route an, werden wir dann jetzt testen. Ich wurde auch schon wieder direkt aus allen Arenen gekickt, wo ich mich gerade reingesetzt habe. Also Freitag, Nachmittag, kein guter Zeitpunkt für Arenen. Aber 3-4 neue Gold-Arenen, da muss ich mich nur noch reinsetzen, ein paar Kämpfe machen. Murat ist auch schon da irgendwo. Aber wie gesagt, ich zeige euch jetzt erstmal den Münchner Sendlinger Tor. Wir sind mitten im Weg, aber egal. Hier starten wir. Dieser Stop wird angemacht und dann die Runde hier. Wahrscheinlich gerade, dann rechts und wieder hier. Ja, ihr seht's. Dieser Cluster-Spawn, den habe ich euch schon oft gezeigt. Das ist die Runde, die Farmroute. Es ist schon sehr schwierig, jetzt die nicht zu fangen, aber ich will die Route jetzt nicht den Praxistest, sage ich mal, nicht verfälschen, indem ich hier jetzt alles wegfange. Das gehört ja auch zur Farmroute jetzt dann, zum Test, wie viele Fänge man schafft. Und wenn ich die jetzt alle wegfange, dann fehlt da natürlich was. Wir schauen uns die Fänge an. 200, ja doch, ich habe das gerade mit Kämpfen verwechselt. 220.000 und 416. Und dann schauen wir nach einer Runde, wie viele Fänge wir gemacht haben. Okay, Leute, eine Runde ist vorbei, genau eine halbe Stunde. War schon interessant. Wir sind gestartet mit 220.000 und 416. Also nur die 416 sind interessant. Gemacht haben wir 416, 92. Wow. 92 in einer halben Stunde, das sind 184 in einer Stunde. 184 Fänge in einer Stunde. Das klingt respektabel erstmal. Muss ich mit anderen Orten vergleichen, aber 184?
Gefällt mir. Es ist nach 22 Uhr. Event ist vorbei. Es war nicht wirklich erfolgreich. Ich habe kein weiteres Shiny mehr bekommen. Einziges Event Shiny, ein Shiny Schmerbe. Das einzige andere Shiny war, glaube ich, ein Haspiger und das war's. Ja, eigentlich ziemlich enttäuschend. Es gab so viele potenzielle Shinies. Ich habe nur einen Shiny Schmerbe bekommen. Noch kurz zu der Route. Wie gesagt, ich hatte 92. Ich hatte einmal einen kleinen Hänger, wo ich neu starten musste. Hat mich ein paar Fänge gekostet. Und jeder, der mich kennt, der weiß, ich bin eigentlich ein langsamer Geher. Dementsprechend jemand, der ein bisschen mehr Tempo hat. Ein Kollege Konzi, der hat über 100 Fänge geschafft. Also über 100 Fänge in einer halben Stunde. Mal 2 pro Stunde sind über 200. Also um die 200 Fänge. Ist eigentlich ziemlich stabil. 6 Stunden Lockmodule oder sowas. Weil ansonsten 10 Module pro Runde sind 20 in der Stunde, sind in 5 Stunden 1000 Fänge. Einfach 100 Module. Das ist schon ordentlich. Das ist nicht schlecht. Das kann man sich nicht jeden Tag leisten. Andere Aspekte natürlich, Kilometeranzahl, Rüten und die Quests. Ich will ja eigentlich auch viele Quests machen. Erstens für die Medaille, zweitens gibt es natürlich auch Shinies aus den Quests, mögliche Shinies und relativ gute IV, also potenzielle 100er. Alles muss man natürlich auch mit betrachten und mit einbeziehen, weil wenn man einfach nur diese Stops da abgrast den ganzen Tag, dann hat man halt nicht wirklich viele Quests. Aber ansonsten, wenn man nur auf Fänge gehen will, was weiß ich, bei EP-Event oder sowas, keine Ahnung. Ja, EP, dreifach EP fürs Fangen oder sowas, mit glücksweise 6-fach EP. Irgendwie sowas, dann kann man da sicher krass abgehen, aber vielleicht auch nur, ja, ich weiß nicht, bei Brüten, also bei Staub will man ja auch brüten, deswegen weiß ich nicht, ob das jetzt so krass ist. Aber an sich ganz nett, wenn man da mal grinden will, farmen will. Und jetzt kommen wir zum Fazit, zum Vergleich der Statistik. Ich bin echt gespannt, wie viele ich von jedem Pokémon angeklickt habe. Ihr kennt die ganzen Leute, die sich dann am Ende beschweren. Ich habe so und so viele 100 angeklickt, 400, 500, 1000. Man denkt sich dann, weil die Menschen übertreiben, von Natur aus übertreibt ein Mensch gerne. Hast du wirklich so viel angeklickt oder laberst du nur? Jetzt haben wir die Zahlen, zumindest bei mir. Ich muss sagen, ich habe mittelmäßig gespielt. Nicht so viel, aber auch ein bisschen, also nicht komplett gar nichts. Ich habe meine Arenen gemacht und danach ein paar Runden gedreht, also solide Anzahl würde ich mal sagen. Blende ich hier mal nebenbei ein. Quapsel bin ich gestartet mit 2279. Okay, ich hätte 2 Shinies gebraucht und jetzt habe ich 2350, das sind 71 Quapsel nur. Das ist halt nichts. 71 Quapsel, das ist halt original nichts, Mann. So kann es täuschen. Gefühlt 100 angeklickt, in echt nur 71. Also kein Wunder, dass ich keinen Shiny bekommen habe. Und erst recht nicht 2 bei 71. Krabi, 1828 hatten wir am Anfang. Und jetzt haben wir 1946. Okay. 108 oder 118, 118, das ist schon viel mehr als die Quapsel und gefühlt hatte ich viel mehr Quapsel als Krabi, aber in echt hatte ich viel mehr Krabi, aber trotzdem kein Shiny bei 118, naja, ist okay, also 118 ist jetzt nicht so viel. Weimar hatten wir 1214 und am Ende hatten wir 1277, das sind nur 63, das ist ja gar nichts. Schmerbe, 2249 am Anfang. Bis zum ersten Shiny, das habe ich glaube ich auch hier irgendwo, bis zum ersten Shiny haben wir gebraucht 124. 2373. Aufgehört haben wir bei 2540. Also 167 weitere und kein Shiny mit dabei gewesen. Dann Yugo. 1621 hatten wir am Anfang. Und zum Schluss hatten wir 1711, also genau 90. Unter den 90 leider kein Shiny dabei gewesen. Aber 90 ist halt echt nichts. Und Kanevania hatten wir 385 zu Beginn und zum Schluss hatten wir 685, 300 Stück, okay, das ist schade, bei 300 Stück hätte ich mir gerne einen gegönnt, also 300 Stück, 1 zu 450 ist die Chance, also da sind wir schon abgegangen, da haben wir echt eine Menge gefangen, aber leider keinen. Ja, das war unser Fazit, unsere Ausbeute, Leute, leider nur ein Shiny. Schreibt in den Kommentaren, wie es bei euch so lief, wie viele Shinies, welche Shinies konntet ihr euch schnappen. Ansonsten, wie fandet ihr das Wasser-Event? Ich fand es nicht schlecht, vor allem die Quests waren ziemlich cool. Die Yugo-Quest hat mir gefallen, die Kanevania-Quest mit den Rocket-Rüppeln besiegen hat mir auch sehr gut gefallen, 5 Wasser-Pokémon fangen hat mir gefallen. Die Staub-Quest ab und zu hat mir auch gefallen, also ich fand die Quests bisher ziemlich, ziemlich gut, also von den ganzen Events eigentlich eine der besseren Quests. Wie gesagt, die 2 mit Azumarill, heißt der so, Azumarill? Oder war das die Vollentwicklung?
ich glaube auch Zumerkel. Und Turtok relativ unnötig, aber ansonsten. Abgesehen von der Ausbeute jetzt an sich schon okay, das Event gewesen. Gibt natürlich besser, aber wieso nicht? Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.